Ich treffe jetzt gleich Boris, und zwar Boris Becker, den Kapitän von AIDA Nova. Hallo Boris. Franzi, hallo. Komm rein, guten Tag. Ja. Ah. So, schön, dass du da bist, Boris, beim offiziellen Probeliegen. Probeliegen. Genau. Nicht schlecht. Ich finde es super. Sag mal, das sind ja jetzt hier in meiner Kabine die normalen Gästebetten. Hast du so ein Bett auch auf deiner Kabine? Ja, das Bett ist in der Tat dasselbe, ist auch ein Gästebett, da schläft sich sehr gut drin. Die Kabine ist ein bisschen anders, aber ja, ich habe auch eine ganz schöne Kabine. Du bist ja auch ein bisschen länger unterwegs als der normale Gast. Ja, wobei manche Gäste haben wir auch, die lange ja bei uns sind. Ich bin normalerweise so 2 bis 3 Monate an Bord. Siehst du. Sag mal, die Nova ist ja jetzt noch nicht so richtig fertig. Hast du jetzt bis dahin Urlaub oder was machst du jetzt da? Ja, schön wär's. Jetzt ist es so, dass ich schon in der Werft bin und hier die Bauaufsicht mit begleite. Mhm. Das heißt, so ein Schiff, das wird nicht an einem Tag übergeben, sondern wir testen alles, alle technischen Einrichtungen, aber auch sonst von jeder Schweißnaht bis ja, zum letzten Tüpfelchen Farbe an der Wand. Ich selber bin natürlich nicht für die Farbe zuständig, sondern für das ja, nautisch-technische und schaue mir so die Brücke an und ja, andere Abnahmen, die in diesem Bereich fallen. Okay, also wenn du arbeitest, als Kapitän natürlich, was musst du tun eigentlich? Der Kapitän ist eher so Leiter des Gesamtbetriebes und wir haben ja jetzt auf der Nova über 1000 Besatzungsmitglieder und das ist natürlich ein großer Betrieb. Und ja, ich bin dafür da, dass die alle in eine Richtung ziehen und dass wir also das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren, für den Gast einen ja, schönen Urlaub und auch sicheren Urlaub natürlich zu bieten. Ich sage immer, ja, happy crew, happy guest, also glückliche Besatzung, dann gibt es auch glückliche Gäste. Und so ist mir da besonders wichtig, besonders auch bei so einer Indienststellung, dass wir ein gutes Team zusammenbauen. Mhm. Wie geht das jetzt weiter, dass das Schiff zum Leben erweckt wird? Jetzt, wenn die Crew dann an Bord kommt, geht es darum, der Crew die Möglichkeit zu geben, dieses Schiff auch ein bisschen zu erleben, also auch kennenzulernen, sich die Bereiche anzugucken, die Bereiche auch auszuprobieren, damit sie dann auch die sind, die sich hier am besten an Bord auskennen und unseren Gästen auch mal was empfehlen können, wo sie hingehen können und wo man hingeht. Und natürlich auch mit das Schiff richtig ans Herz wächst. Die Nova ist ja jetzt das erste Kreuzfahrtschiff mit einem komplett neuen Antrieb, gasbetrieben. Genau. AIDA Nova ist das erste Schiff oder das erste große Kreuzfahrtschiff, was mit gasbetriebenen Maschinen unterwegs ist. Das heißt, den Strom, den wir generieren, den generieren wir mit Gas. Früher hat man das mit Diesel gemacht. Und vom Fahrverhalten wird es sehr ähnlich sein. In den ersten Tests haben wir das jetzt schon gesehen. Ja, und so ist es natürlich ein schönes Gefühl. Ich wollte gerade schon fast sagen, blau unterwegs zu sein. Das natürlich nicht. Nein. Aber grün auf den blauen Weltmeeren unterwegs zu sein, das ist natürlich schon was Besonderes. Und da ja, sind wir jetzt die Ersten. Und das freuen macht wir natürlich uns. Schon stolz auch. So, Boris, wir haben ja Mitarbeiter querbeet gefragt, was würden Sie dich gern mal fragen wollen? Na, da bin ich gespannt. Und da habe ich jetzt hier so einen kleinen Fragenkatalog bekommen von deinen Mitarbeitern, die was wissen wollen. So, gibt es einen Ort auf der Seekarte, wo du noch nie warst? Wenn ja, wo? Ja, es gibt in der Tat einige Orte, wo ich noch nie war. Also einmal fehlt mir noch Australien, Neuseeland, die ganze Ecke. Und ja, auch ein bisschen was von Südamerika. Aber sonst war ich, glaube ich, schon, außer in den ganz abgelegenen Ecken, war ich, glaube ich, schon fast überall. Hast du schon mal falsch geparkt oder einen Kratzer ins Schiff gefahren? Also falsch geparkt in der Tat habe ich noch nicht, weil der Lotse, der wird schon sagen, wenn wir wirklich falsch abbiegen. Ein Kratzer ins Schiff. Das gehört natürlich auch irgendwo mit dazu, denn an den Fendern, das ist alles nicht so richtig weich, sondern ja, nur so halb weich. Ich glaube, mit dem Kratzer meinten sie auch ein bisschen was Größeres. Eine das Delle. Ist so, dass man sich eine Delle eigentlich, zum Glück, ich klopfe mal auf Holz, Seeleute sind ja abergläubisch. Genau. Aber es ist natürlich schon so, dass man mal einen kleinen Kratzer von den Fendern oder sowas im Schiff hat. Dafür ist richtig. Das Schiff auch gebaut, wie ja, ein ja, Auto klar. auch. Ne? Oh, geil. Für welche Summe würdest du deinen Bart abrasieren? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe ihn jetzt schon kürzer. Wenn ich später mal älter bin, rasiere ich mir den Bart ab und dann sehe ich plötzlich wieder jünger aus. Das ist ja auch ein gutes Konzept, oder? Sehr gut. Dürftest du eigentlich auch irgendwo anders hinfahren, als es in der Route steht? Theoretisch darf der Kapitän natürlich alles, aber ja, würde der Kapitän nicht machen, weil es geht ja darum, dass ja, wir einmal einen sicheren Schiffsbetrieb haben und so einen sicheren Schiffsbetrieb, der ist im Team geplant und so fährt er eben nicht jeder, wie er will, sondern so, wie wir das vorher geplant haben. Muss ein Kapitän schwimmen können? Muss er nicht, kann er aber. Das ist keine Berufseinstellungsvoraussetzung. Ja, wobei wir machen natürlich Sicherheitstrainings, wo es auch darum geht, dass man eben im Wasser ja, überleben sollte. Überleben kann und Basisschwimmfertigkeiten gehören dazu, aber einen Leistungsschwimmer muss man als Kapitän nicht sein, denn wir sind ja an Bord. Hast du manchmal auch Heimweh?
Eigentlich selten. Also ich bin wirklich gerne an Bord. Es ist so, dass man natürlich sich schon so nach so einer Zeit an Bord, 3 Monate, dann wieder auf zu Hause freut. Es ist aber durchaus auch umgekehrt so, dass man sich nach 2-3 Monaten zu Hause auch wieder aufs Schiff kribbelt's freut. Kribbelt's in den Fingern. Ja, schon ein bisschen. Ich bin also wirklich Kapitän mit ganzem Herzen und mache das gerne. Mhm. Und freue mich so auch auf jeden Einsatz und umgekehrt natürlich aber auch nach Hause zu kommen. Wird ein Kapitän seekrank, beziehungsweise bist du es schon mal geworden? Seekrank geworden auf dem Schiff bin ich eigentlich noch nicht. Es ist aber durchaus so, dass ja, auf kleinen Schiffen, wenn man mal mit so einem Segelboot unterwegs ist, mhm, und es wirklich viel schaukelt, bei uns merkt man das ja deutlich weniger, mhm, dass es so ist, dass ich irgendwann dann auch schlechte Laune kriege. Dass es irgendwann dann wirklich so ist, dass einem das wirklich auf den Nerv geht und es, mhm, wirklich viel schaukelt. Aber das haben wir ja bei uns nicht. Wir haben ja bei uns, wenn es mal schaukelt, dann ist das wirklich begrenzt auf, mhm, ein paar Stunden oder vielleicht bei so einer Transatlantik auf 1 oder 1,5 Tage. Ja. Und dann schaukelt es uns bei uns ja auch deutlich weniger als, stimmt, auf dem Segelboot oder auf ja, kleineren Schiffen. Wirst du als Kapitän auch privat erkannt? Durchaus schon, also am Anfang nicht, aber jetzt, wenn man, ich habe ja doch schon einige Schiffe bei AIDA in Dienst gestellt und war in den ein oder anderen Medien schon präsent, mhm, da wird man schon mal beim Metzger oder Bäcker angesprochen im Urlaub. Irgendwo ist ja immer ein AIDA-Schiff, wenn dann AIDA-Gäste unterwegs, ja, sind. Die Leute freuen sich und ich freue mich auch, wenn Leute sich freuen. Also ja, völlig in Ordnung. Letzte Frage. Ist Schifffahren einfacher als Autofahren? Ja, ganz anders, aber einfacher würde ich auch nicht sagen. Man hat doch schon viel mehr Dinge zu beachten. Und der große Unterschied ist, ein Schiff fahren kann man nicht alleine. Boris, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute Probelinie gemacht hast, in meiner Kabine. Ja, es war mir ein Vergnügen. Und ja, jetzt testen wir die Bar, oder? Ja, machen wir. Dankeschön.